die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. Auf unabsehbare Zeit der Aufenthaltsort von Hugo Lacour. Das Ruhrgericht hat den in Saarbrücken geborenen Franzosen für schuldig befunden, 1985 aus Habgier den Kaufmann Heinz Weyrich ermordet zu haben. Das Urteil fiel erst 12 Jahre nach der Tat. Ende eines ebenso komplizierten wie langwierigen Verfahrens, dessen Ergebnis Hugo Lacour bis heute nicht hinnehmen will. Noch immer beschäftigt er Anwälte, schreibt politische und kirchliche Amtsträger um Unterstützung an. Beim Justizministerium hat er ein Gnadengesuch eingereicht und er will die Wiederaufnahme seines Falles. Das Mordopfer Heinz Weyrich wurde bis heute nicht gefunden. Der Fall Lacour ist für die Kripo, die Staatsanwaltschaft und die Justiz abgeschlossen, zu den Akten gelegt. Deshalb will kein Ermittler, Richter oder Staatsanwalt mehr vor der Kamera aussagen. Auch die saarländische Justizministerin nicht. Und Hugo Lacour selbst darf nicht vor die, denn, so schreibt uns die Ministerin Ingeborg Spörhase-Eisel, der Auftritt eines Gefangenen im Fernsehen, bei dem es um seine Tat und um seine Verurteilung geht, kann dazu führen, dass sich ihm die Einsicht in die eigene Problematik verschließt und dass sich seine ablehnende Haltung so verfestigt, dass er für vollzugliche Angebote und Bemühungen nicht mehr erreichbar ist. Lacours Sohn jedoch lässt uns beim Telefongespräch mit seinem Vater zuhören. Du weißt Bescheid, ne? Ja, ja. Wie geht's dir denn heute? Ja, wie soll's mir gehen? Was? Ich bin unschuldig verurteilt. Wie würdest du deine Unschuld beweisen, hat er mir? Ja, ganz einfach. Aus der Akte raus, schon aus dem Urteil heraus, schon würde es schon gehen. Ganz so einfach geht es nicht. Denn die Staatsanwaltschaft gewährt keine Akteneinsicht. Deshalb dürfen wir in der Vollstreckungsabteilung die Ordner zum Fall Lacour nur von außen filmen. Auf 7000 Blatt hat die Kripo ihre Ermittlungen und Indizien, überwiegend Zeugenaussagen, festgehalten. Wir erzählen den Fall aus 200 Seiten Urteil, einem Ermittlungsbericht der Kripo von 1986 und aus Gesprächen mit Hugo Lacour, der uns das Material zur Verfügung stellte. Der Fall führt ins Saarbrücker Rotlichtmilieu 1985. Das Eros Center in der Brebacher Landstraße 8 gibt es heute noch. Damals gehörte auch eine Nachtbar dazu, die Matahari-Bar. An St. Pauli gemessen war das Saarbrücker Milieu ein paar Nummern kleiner. Hugo Lacour bewegte sich im Milieu, seit er 20 war. Als Zuhälter und Zocker machte er sich einen Namen. Für die Polizei war er ein Karawanenschläger. Für die Lokalpresse der ungekrönte König des Saarbrücker Nachtlebens, der Rotlichtkönig, schließlich sogar der Chef der Saarbrücker Unterwelt. Im Nachtkabarett Kaskade, das seine Lebensgefährtin betrieb, sah er nach dem Rechten. So kam er mit betuchter und bekannter Kundschaft in Kontakt. Mit Unternehmern, Ärzten, Anwälten und mit Herren aus der Politik. Sogar offizielle Gäste der Stadt wurden in die Kaskade ausgeführt, wo Saarbrückens Oberbürgermeister gern verkehrte. Als dieser 1985 im Saarland Ministerpräsident wurde, hatte Lacour seine beste Zeit als Kiezgröße schon hinter sich. In der Matahari-Bar arbeitete Lacours damalige Zweitfreundin Claudia N. als Bardame. Eigentümer des Anwesens waren drei Geschäftsleute. Einer von ihnen, Heinz Weyrich, verschwand am 22. August 1985 spurlos. Er war 62 Jahre alt. Ich kann mich da auf den Tag nicht festlegen, aber es war Ende August. Dann hat er angerufen und hat gesagt, liebe Schwägerin, du weißt, du machst so einen guten Sauerbraten. Machst du noch mal einen Sauerbraten? Er hat gesagt, wann willst du denn kommen? Hat er gesagt, ich komme am Samstag. Habe ich gesagt, okay. Da habe ich für diesen Samstag einen Sauerbraten gemacht. Wer nicht kam, war der Heinz. Heinz Weyrich war alleinstehend. Mit Frauen hatte er wenig Glück. Er stand auf junge Bardamen. Mit Claudia N. wurde er laut Polizeibericht am 22. August 1985 nachts vor der Matahari-Bar
zum letzten Mal gesehen. Zwei Nächte später wurde auf einem Autobahnparkplatz nahe Saarbrücken ein Volvo abgestellt. Er war als gestohlen gemeldet und gehörte Claudia M., die von der Versicherung bereits kassiert hatte. Der Wagen brannte in derselben Nacht aus. Und Helma Weyrich wartete ein weiteres Mal vergebens auf ihren Schwager. Da ist er sonntags nicht gekommen. Und daraufhin bin ich montags, habe ich mich geärgert und habe gesagt, der hätte ja wenigstens anrufen können, dass er nicht kommt, Sauerbraten essen. Dann bin ich montags nach Saarbrücken gefahren in die Küfergasse. Und da habe ich das aufgedeckt, dass die Tür nur angelehnt war. Und da hat das da drin ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld. Heinz Weyrich verschwand nur mit dem, was er am Leibe trug. Von seiner Habe fehlte nichts. Sogar Rasierzeug und Ausweis hatte er zurückgelassen. Nur sein gelber Mercedes war nicht mehr da. Als ein Geschäftspartner in diesem Mercedes Hugo Lacour herumfahren sah, ging er zur Polizei. Die Kripo kannte Lacour seit Jahren. Sein Vorstrafenregister war 5 Seiten lang. In den ersten Vernehmungen erklärte er, Weyrich sei im Ausland und der Wagen gehöre jetzt ihm. Lacour war im Besitz eines Wechsels und anderer Dokumente, in denen Weyrich ihm praktisch sein ganzes Vermögen verpfändet hatte. Der Wechsel war am 22. August, dem Tag, an dem Weyrich verschwand, ausgestellt, zugunsten eines Anton van der Graaf. Die Summe 1,6 Millionen Mark. Er sollte am 3. September fällig werden und war bereits zur Wechselklage vorbereitet. Die Forderung des van der Graaf war auf der Rückseite an eine Französin in Alsting übertragen worden, die Lebensgefährtin Lacours. Kripo und Angehörige Weyrichs standen vor einem Rätsel. Ein Wechsel ausgestellt über 1,6 Millionen im ganzen Leben nicht, ne? Das hätte der nicht gemacht. Im Sommer 1985 wohnte Hugo Lacour gleich hinter der grünen Grenze in Alsting im Haus seiner Lebensgefährtin. Mit dem Wechsel wollte er bei ihr rückständige Alimente und andere Schulden begleichen. Sie war im Sommer 85 in Urlaub. Hugo Lacour hatte in dieser Zeit das Auto der Claudia N. in einer Garage des Hauses in Alsting abgestellt, bis es auf dem Autobahnparkplatz ausbrannte. Diesseits der grünen Grenze, vor den Toren Saarbrückens, die Nachtbar Kaskade. Inhaberin war Lacours Lebensgefährtin. Er selbst war hier zeitweise als Kellner gemeldet. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler Entwürfe des Dokuments, in dem Heinz Weyrich Lacour sein Vermögen verpfändet hatte, und die Schreibmaschine dazu. Von den ersten Vernehmungen an verfing sich Lacour in einem Gestrüpp von Widersprüchen. Wenn du geschwiegen hättest, wenn du gar nichts erzählt hättest, dann wäre es sowieso so gewesen, dass sie gar keine... Ja gut, ich wurde am Anfang wurde ich ja nur als Zeuge immer verhört bei der Polizei. Bis wann? Das war bis zum Haftbefehl wurde ich immer als Zeuge gehört. Als Zeuge war das Ganze für mich ein bisschen lächerlich. Aber durftest du da auch schweigen? Ja, nee, hätte ich können schweigen, aber ich habe gar keinen Grund gehabt zum Schweigen, weil ich habe ja reines Gewissen. Das Verschwinden Heinz Weyrichs gab vor allem deshalb Rätsel auf, weil er als berechenbar galt. Als Mann mit festen Gewohnheiten, der keinen Grund hatte, einfach unterzutauchen. Sein tägliches Leben, seitdem ich den Heinz kenne, morgens aufstehen, in die Stadt, an den St. Johanna Markt, Kaffee trinken, samstags oder sonntags und feiertags an den Bahnhof und dann durch die Bahnhofstraße zurück, als mit Zeitungen, nicht nur eine Zeitung. Der hat sich 10 Zeitungen gekauft, ist dann in eines seiner Wohnungen, entweder am Homburg oder in der Küfergasse, und hat gesagt, studiert, Häuser gesucht. Weyrich hatte Pacht- und Mieteinnahmen aus 2 Häusern in Ramstein, von Immobilien in Österreich und aus der Matahari-Bar mit angeschlossenem Bordell. Davor hatte er bereits mit Spielcasinos so viel Geld verdient, dass er nicht mehr arbeiten musste. Er lebte gut vom Milieu. Der ist doch mit seinem Mercedes vorgefahren, ne? Und kam dann raus und hat dann solche Bündel Geld gehabt. Hat die vorne in den Kofferraum gelegt, also vorne in den Schuhfach gelegt. Dann ist gesagt, da tut das Geld doch da weg. Und ja, da kommt schon keiner dran, Helmer. Na ja, gut.
Der Makler Günther J. sollte für Heinz Weyrich die Häuser in Ramstein und den Anteil am Eros Center verkaufen. Er war spielsüchtig und ständig pleite. Hugo Lacour half ihm gelegentlich aus der Klemme. Günther J. war der Einzige, der Lacours Version des Geschehens bestätigte. Die Unterzeichnung des Wechsels durch Weyrich und van der Graaf am 22. August und die Vermögensverpfändung von Weyrich an Lacour. Als die Kripo Günther J. mit Mord konfrontierte, fiel er um. Nun stand Lacour mit seiner Geschichte allein. Mit seiner Geschichte von einem mysteriösen Diamantengeschäft, Schauplatz Straßburg. Dem Afrika-Söldner und Profikiller Anton van der Graaf habe Heinz Weyrich Diamanten für 2,2 Millionen Mark abkaufen wollen. Am 22. August habe van der Graaf die Diamanten in Saarbrücken übergeben und dafür den Wechsel über 1,6 Millionen erhalten. Die illegalen Rohdiamanten habe Anton van der Graaf aus Afrika mitgebracht. Er, Lacour, habe die restlichen 550.000 Mark in bar vorgestreckt, da Weyrich den vollen Kaufpreis nicht aufbringen konnte. Den Wechsel sollte er in Verwahrung nehmen. Am 24. August habe er, Lacour, van der Graaf an der Place Kléber in Straßburg das Bargeld gegen den Wechsel ausgehändigt. Der Tausch habe in seinem Wagen stattgefunden und nur 5 Minuten gedauert. Als Sicherheit habe Weyrich ihm vorher vertraglich sein Vermögen verpfändet. Mit den Diamanten habe Weyrich sie später zu seiner mexikanischen Freundin abgesetzt. Die Kripo glaubte Lacour kein Wort. Van der Graaf und seine Diamanten waren für sie nur Hirngespinste. Ich dachte niemals, dass man einen Mensch verladen will wegen Mordverdacht, wo es keine Tat gibt, wo es überhaupt absolut null ist. Der Mann lebt wahrscheinlich heute noch irgendwo in Südamerika. Der ist also untergetaucht mit 2,2 Millionen. Einen Tag später, am 25. August 1985, will Lacour Weyrich zum letzten Mal gesehen haben, als er mit van der Graaf von Alsting zu einem Diamantenkäufer aufbrach. Und außerdem, es gibt gar kein Tatmotiv, das ist auch noch ganz erheblich. Es ist völlig absurd, hier von Habgier zu sprechen oder von irgendeinem Motiv für überhaupt einen Mord. Es gibt keinen Mord. Mhm. Warum sollte man einen Menschen umbringen? Auch für Geld bringt man keinen um. Das ist hirnrissig. Hugo Lacour, geboren 1943, erbt den französischen Pass vom Vater. Ansonsten ist er ein Franzose, der nur Deutsch spricht. Ein Kind kleiner Leute mit 12 Geschwistern. Wann und wie die Weichen zur Knastkarriere gestellt wurden, wer soll das heute noch wissen? Er war der Jüngste von uns und der Vater ist 51 verstorben, da war der Hugo gerade 7. Und er ist eben das Nesthäkchen, würde ich sagen. Wir sind eben nicht die Größten, nicht die Längsten, die Größte schon, aber nicht die Längsten. Und man wird immer gehänselt mit der Größe. Heute lache ich drüber, klar, du kleiner Stoppe, was willst denn du hier? So, das ist wahrscheinlich beim Hugo zur Zeit auch passiert. Und ich glaube schon, da hat er mehr Schlägerei gehabt, wie das normal üblich war. Mit 16 sollte Lacour in Frankreich zum Militär. Er haute ab. Das Urteil 5 Jahre. Mit 17 die erste Haftstrafe in Deutschland wegen Diebstahls. Es war ein kräftiger Bursch. Wenn es gerappelt hat, hat es gerappelt bei ihm. Aber ganz selten, ich muss Ihnen das sagen. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich das mal erlebt. In so einem Tanzlokal, Buserhof oder wie der Teufel. Da hat er wupps einen umgehauen, aber so, da ist er auch bestraft worden dafür. Aber dass der direkt gesucht hat, Krach, nein. Das muss ich noch nicht. Der hat nicht einfach die Leute angerempelt umgehauen. Da muss schon irgendwas vorgefallen sein. Ich sage mir so, er hat sich gewehrt mit den Fäusten und mit dem Körper und nicht mit Messer und nicht mit der Pistole und nicht mit Kette. Er konnte in eine fürchterliche Wut geraten, da was natürlich jetzt nichts damit zu tun hat mit geplantem Mord. 2 Brüder, 2 kleine, aber starke Männer, 2 begabte Ringer. Der ältere, Rolf Lacour, wird Leistungssportler, bringt es bis zum Olympiateilnehmer und Europameister. Der jüngere, Hugo Lacour, akzeptiert keine Grenzen, will selbst die Regeln bestimmen. Rolf Lacour lebt ein geordnetes Leben im öffentlichen Dienst. Hugo Lacour sucht sich einen anderen Weg aus der engen Welt seiner Kindheit. Den des Kriminellen, der seine Ziele mit Gewalt durchsetzt, mit schwerer Körperverletzung, Raub und Erpressung. Er war eben in Kreise drin, die ihn quasi
wie soll ich sagen, er war in schlechte Kreise. Es ist nicht zu verkennen, dass er jemand ist, der sein Leben mit dem, was man so schön eine kriminelle Karriere nennt, verbracht hat und daher natürlich auch für die Justiz eigentlich unfraglich der Bösewicht ist. Er ist nicht jemand, der lange plant und tut, hat er nie in seinem ganzen Leben gemacht, sondern der sehr spontan handelt. Und wenn er mal plant, dann geht das maximal über ein oder zwei Tage hin. Aber das ist natürlich nur eine Einschätzung. Auf jeden Fall war Lacour ein Spieler, der beim Belot, dem französischen Skat, nichts dem Zufall überließ. Er hat Glück und vor allen Dingen hat er Herz, hat jede Höhe gespielt. Das ist der Unterschied, ne? Und hat auch gute, sagen wir mal, gute Kunden gehabt, die Geld hatten. Vom Bauunternehmer bis zum Gemüsehändler, all solche Leute hat er gekannt. Da hatten wir auch Geld gehabt. Da hat er auch hoch gespielt. Verdiente er aber im August 85 mit seinem gezinkten Profil, dass er Weyrich 550.000 Mark für Diamanten pumpen konnte? Lacour behauptete ja. Nach Erkenntnissen der Kripo war der arbeitslose Lacour jedoch pleite, hatte sich bei seinen Freundinnen selbst Geld geliehen und gerade mal 39 Mark auf dem Konto. Was geschah in der Nacht zum 23. August 1985? Sicher ist, am Abend des 22. kassierte Weyrich noch von der Pächterin, wie jede Woche, 1000 Mark für die Matahari-Bar. Sicher ist auch, dass er später von seiner Wohnung zur Matahari-Bar fuhr, vor der er dann mit Claudia N. das letzte Mal gesehen wurde. Ein Kumpel von früher will sich noch daran erinnern, dass Hugo Lacour damals große Pläne andeutete. Was mir halt zu denken gibt, ist, dass ich ihn zufälligerweise, obwohl ich ja jahrelang mit ihm keinen Kontakt und nichts mehr hatte, zufälligerweise so ungefähr, ich glaube, das war 4 Wochen, bevor er da verhaftet wurde wegen der Sache, rief er mich da an einem Café an der Berliner Promenade rein und meinte dann halt, ich habe jetzt noch eine Sache am Laufen, wenn die klappt und dann verbringe ich den Rest meines Lebens gemütlich in Spanien. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich rund um die Uhr. Und das ist halt der Ausdruck für lebenslänglich. Irgendwann zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen, so die Ermittler, sei Heinz Weyrich dazu gebracht worden, den Wechsel und die Vermögensverpfändung zu unterschreiben. Freiwillig hätte er das nie getan. Er sei gezwungen worden und habe dann sterben müssen. Nur so habe Lacours Plan aufgehen können. Durchgedrückte Schriften auf Formularen und Briefbögen führten die Kripo zu dem Schluss, Weyrich musste den Wechsel und den Verpfändungsvertrag blanko unterschreiben. Die Texte habe Lacour später hinzufügen lassen. Die Wohnung von Lacours Lebensgefährtin in Alsting war nach Ansicht der Kripo der Tatort. Die Mieterin der Dachwohnung sagte aus, sie habe nachts im Spätsommer 85 Gepolter und dumpfe Geräusche im Haus gehört. Hugo Lacour hatte damals die Wohnung für sich. Seine Lebensgefährtin wollte sich von ihm trennen und war verreist. Ende August wurde sie zurückerwartet. Deshalb habe Lacour, so die Kripo, Weyrich unbedingt vorher loswerden müssen. Der am entferntesten wohnende Nachbar bezeugte, er sei eines Nachts von einem furchtbaren Schrei wach geworden. Übereinstimmende Zeitangaben konnten die Zeugen aber nicht machen. Eine Spurensicherung fand nicht statt. Erst 2 Monate später, nach der Verhaftung Lacours, waren die Ermittler vor Ort. Als wirkliche Beweismittel hat sich im Grunde eigentlich nichts ergeben. Es sind gewisse Indizien, gut, man hat einige Unterlagen gefunden, die aber auch in keinem direkten Zusammenhang mit der Tat standen. Und auch sonst hat man an Ort und Stelle eigentlich nichts gefunden. Knapp ein halbes Jahr später nahm sich Eduard Zimmermann im ZDF des Falles an, mit einer ungewöhnlichen Ansage. Wenn wir Ihnen in dieser Sendereihe Mordfälle mit Hilfe von Filmen etwas ausführlicher schildern, dann geht es in der Regel darum, den Täter zu finden. Die Kripo in Saarbrücken bearbeitet seit gut 7 Monaten einen Fall, bei dem es in etwa umgekehrt ist.
Sie hat einen Verdächtigen festgenommen, dem nach Lage der Dinge ein Mord vorgehalten werden muss. Es gibt allerdings keine Leiche. Das mutmaßliche Opfer ist bis heute verschwunden. Das Motiv für die Tat scheint auf der Hand zu liegen, denn das verschwundene Opfer verfügte über ein beträchtliches Vermögen. In unserem Film, der das bisher Aktenzeichen XY vom 11. April 1986 wurde auch in einem Hotelzimmer in Österreich gesehen. Lacours inzwischen ehemalige Zweitfreundin Claudia N. machte hier Urlaub mit ihrem neuen Freund, dem Bauunternehmer Hans-Jürgen F. Der ging Monate später zur Polizei, weil seine Geliebte ihn angeblich um 150.000 Mark erleichtert hatte. Erst dann wurde er Zeuge, auch im Fall Lacour. Noch im Hotelzimmer am Wolfgangsee, so Hans-Jürgen F., habe Claudia unter Tränen gestanden, sie selbst habe Heinz Weyrich in der Nacht zum 23. August 1985 nach Alsting gefahren. Als Vorwand habe sie eine Probefahrt in ihrem neuen Auto vorgeschoben. In Alsting hätten Lacour und zwei andere Männer Weyrich in Empfang genommen. Als sie wegfuhr, habe sie einen schrecklichen Schrei gehört. Drei Jahre später wurde Claudia N. wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht gestellt. Sie sollte nicht nur Weyrich zu Lacour gebracht, sondern auch Teile des Wechsels gefälscht haben. Im Oktober 88 begann ihr Prozess vor dem Schwur in Saarbrücken. Nach vier Wochen wurde die Anklage fallen gelassen. Zeugen hatten ausgesagt, Weyrich sei am Tag nach seiner angeblichen Ermordung noch auf der Bank gewesen. Damit war die angenommene Tatzeit ins Wanken geraten. Bei der Bank, Commerzbank, beweist, dass Herr Weyrich am 23. Nachmittags auf der Bank war. Also nach dem Tatverdacht. Nach der angeblichen Tat. Er sollte in der Nacht vom 22. auf den 23. entführt oder ermordet worden sein. Also wenn er dann am 23. Nachmittags auf der Bank war, kann er nicht entführt oder ermordet worden sein. Okay, wäre es damals nicht besser gewesen, wenn du nicht abgehauen wärst? Wenn ich nicht abgehauen wäre, dann wäre ich ja freigesprochen worden. Dann hätte ich 1988 mit der Claudia gleichen Termin gehabt, bei der Richterin Schick, wäre ich dann in 5 Wochen Verhandlung freigesprochen worden. Ganz einfach. Darauf wollte Lacour damals aber nicht warten. Im Oktober 87 stahl er dem Gefängnispfarrer die Schlüssel und flüchtete über die Mauer. Noch heute wird spekuliert, ob er nicht Helfer hatte. Damals wurde gerade Anklage gegen Claudia N. erhoben und Lacour saß ein, weil er mit einem Komplizen einen Bankboten überfallen hatte. Dafür war er 1987 in Saarbrücken zu 6,5 Jahren verurteilt worden. Die Freiheit nach der Flucht währte nicht lange. Nach ein paar Tagen wurde Lacour in Frankreich wegen des Bankbotenüberfalls erneut verhaftet. In Metz machte man ihm, dem Franzosen, für dieselbe Tat noch einmal den Prozess. Im September 88 fiel das Urteil. 6 Jahre Haft. Während Lacour für Jahre hinter Gittern verschwand, ließ das Appellationsgericht in Metz 1990 jedoch die Anklage wegen Mordes an Heinz Weyrich fallen. Keine Leiche, kein Mord. Aus dem Gefängnis bemühte Lacour sich danach um die Aufhebung der Mordanklage auch im Saarland. In Briefen bat er Gott und die Welt um Unterstützung, auch Politiker. Einer, der antwortete und Informationen zum Stand des Verfahrens zusagte, fand seine Briefe an den lieben Hugo dann im Spiegel abgedruckt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Saarlandtag, Reinhard Klimt. Warum diese vertrauliche Form der Anrede gewählt worden ist, das hat sich ausgeschrieben, dass ich Lacour in Saarbrücken in einer Gaststätte, die wir nicht gemeinsam, sondern zu gleichen Zeiten besucht haben, wieder getroffen habe. In dieser Gaststätte verkehrt auch Herr Töpfer. Also insofern ist das kein besonders anrüchiges Etablissement. Totila Schott, Kumpel Lacours aus Rockerzeiten, stand damals als Leibwächter des Ministerpräsidenten. Schott sagt, Lacour habe ihn im Herbst 1992 aus Metz angerufen und angedeutet, er könne peinliche Details ausplaudern. Um Schaden abzuwenden, habe er sich mit ihm hinter der Grenze getroffen. Lacour habe dann verlangt, der Oscar solle ihn begnadigen. Da sagt er halt zu mir, also wenn der das nicht macht, und dann stürzt die ganze Regierung. Ich stelle als Ministerpräsident des Saarlandes dazu in aller Form klar, diese Kontakte haben nicht mit Wissen des Ministerpräsidenten stattgefunden.
Sie sind vom Ministerpräsidenten nicht gebilligt worden und Sie werden nicht gebilligt. Durch die Verstrickung auch mit den Politikern da, das kann Ihnen ja nie ein Vorteil sein, das kann ja auch nur ein Nachteil sein. Ne? Die Leute vergessen ja auch nichts. Während die Rotlichtaffäre Wellen schlug, wurde Hugo Lacour in Frankreich wieder ein freier Mann. In das Haus nach Alsding konnte er nicht mehr zurück. Doch andere Freundinnen längs der grünen Grenze gewährten ihm gerne Obdach. Bis zu jener verhängnisvollen Urlaubsreise nach Österreich. Im November 1993 geriet Lacour am Wörthersee in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten stießen im Computer auf den internationalen Haftbefehl und nahmen den Gesuchten fest. Nach fast einem Jahr wurde Hugo Lacour an die Bundesrepublik Deutschland ausgeliefert. Im August 1994 war er wieder in seiner Zelle in der JVA Saarbrücken. Hugo Lacour fühlte sich als Opfer der Justiz. Zweimal in Deutschland und Frankreich für denselben Überfall verurteilt zu werden, entsprach nicht seiner Vorstellung von Gerechtigkeit. Während gegen ihn der Prozess wegen Mordes vorbereitet wurde, musste Lacour nach seiner Rückkehr ins Saarland erst einmal die deutsche Strafe für den Bankbotenüberfall absitzen. In all den Jahren blieb Heinz Weyrich verschwunden. Auf seine Konten und sein Vermögen, das ein Anwalt in Abwesenheit verwaltete, griff er nie zurück. Auch bei seinen Angehörigen und Geschäftspartnern meldete er sich nicht. Für Helma Weyrich, die Schwägerin, war es der zweite Verlust. Denn auch ihr Mann, Heinz Weyrichs jüngerer Bruder Alfred, war ermordet worden. Zwei Männer, die nie gefasst wurden, erschossen den Antiquitätenhändler im Dezember 1981 im Laderaum seines Transporters. Sie sägten ihm den Kopf ab und warfen den Körper nachts auf eine Landstraße bei Kaiserslautern. Den Wagen stellten sie im Saarland ab. Der Kopf wurde bis heute nicht gefunden. Reinhard Schwem als Chef und Harry Keller als junger Kommissar ermittelten damals in der Soko Kaiserslautern. Der seit 21 Jahren ungelöste Fall geht ihnen heute noch nach. Allein die Tatsache, dass zwei Brüder solche Schicksale erleiden, lassen einem nachdenken und zu dem Schluss kommen, dass es hier in irgendeiner Weise Zusammenhänge geben muss, beziehungsweise zu der damaligen Zeit gegeben hat. Ich hatte bereits damals den Eindruck, dass der Heinz Weyrich offensichtlich unter irgendeiner zentnerschweren Last litt. Und wie sein eigenes Schicksal, das ihn 4,5 Jahre später ereilt hat, gezeigt hat, könnte es durchaus so sein, dass er zum damaligen Zeitpunkt möglicherweise gewusst hat, aus welchen Gründen sein Bruder sterben musste, oder vielleicht sogar möglicherweise auch in Richtung des Personenkreises Kenntnis hatte, von dem die Tat damals ausgegangen ist. Hat Heinz Weyrich die Mörder seines Bruders gekannt? Kam daher seine, wie die Kripo feststellte, notorische Unerreichbarkeit? Hat er versucht, die Mörder zu finden? Ergab sich daraus vielleicht doch ein Grund für ihn, ins Ausland zu verschwinden? Fragen, die im Prozess gegen Hugo Lacour ohne Bedeutung blieben. Am 16. Januar 1995 begann vor dem Schwurgericht Saarbrücken die Hauptverhandlung. Etwa 3 Monate waren angesetzt. Es wurden mehr als 2 Jahre mit 103 Verhandlungstagen. Presse aus ganz Deutschland war angereist. Das Publikum strömte. Es galt erhöhte Sicherheitsstufe. Ein Sondereinsatzkommando kontrollierte. Hugo Lacours Flucht vor 8 Jahren rächte sich nun noch einmal. Denn die Richterin, die 1988 Claudia N. wegen der nicht nachweisbaren Mordzeit freigesprochen hatte, erkrankte schwer
und musste den Vorsitz an einen Kollegen abgeben. Die Sitzung des Schwurgerichts ist eröffnet. Die Ermittlungen der Kripo waren nun fast 10 Jahre alt. Hugo Lacour hatte stets abgestritten, Wallrich ermordet zu haben. War es nach so langer Zeit noch möglich, die Wahrheit zu finden? Nur einer von Wallrichs Geschäftspartnern lebte noch. Auch andere wichtige Zeugen waren inzwischen gestorben. Schwägerin Helma Wallrich setzte für Hinweise auf die Mörder der beiden Brüder 100.000 Mark Belohnung aus. Das Interesse der Medien hingegen konzentrierte sich darauf, ob Lacour Fotos des Ministerpräsidenten in verfänglicher Pose auspacken würde. Vergebens. Hier geht es rein um eine Sache, um ein Delikt, um ein schwerstes Verbrechen, wo es gibt. So, und darüber wird gesprochen, das ist erfunden, darüber muss man sich aushalten, warum das erfunden worden ist. Das müssen jeweils diese Leute sagen, die es auch erfunden haben. Das kann ich nicht sagen, warum. Keine Erfindung war es nach Auffassung des Gerichts, dass Hugo Lacour zunächst Bekannte aus dem Milieu anstiftete, Wallrichs Unterschrift zu fälschen. Verschiedene Zeugen bestätigten dies. Nachdem das Ergebnis nicht befriedigte, habe Lacour entschieden, dass Wallrich selbst den Wechsel unterschreiben müsse. Dafür hatte er nach Ansicht des Gerichts mehrere Formulare präpariert oder präparieren lassen. Indiz hierfür ein Übungswechsel, auf dem die Unterschrift des Ausstellers Anton van der Graaf ausprobiert worden war. Zwei Sachverständige stellten in ihrem Gutachten fest, die Wechsel seien in verstellter Schrift präpariert worden. Als Schreiberin identifizierten sie Lacours Ex-Freundin Claudia N. Gegen Hugo Lacour sprachen seine Vorstrafen. Mit getürkten Wechseln hatte er einschlägige Erfahrungen. Aus Wechselprozessen hatte er gelernt, dass gegen Wechsel auch Einwendungen gemacht werden könnten. Und er hatte sich bei einem Anwalt auch erkundigt, wie man das verhindern kann. Und diesen Anwalt hat er wohl auch gefragt, was mit einem Wechselprozess ist, wenn der Beklagte nicht mehr auftaucht, dass man dann trotzdem klagen kann. Rätsel gab Heinz Wallrichs Unterschrift auf. Auf dem tatrelevanten Wechsel hatte er seinen Vornamen ausgeschrieben. Seine Partner bestätigten jedoch, dass Heinz Wallrich Geschäftliches immer mit abgekürztem Vornamen unterzeichnete. Ich bin davon ausgegangen, das Gericht ja nun auch und wohl auch die Staatsanwaltschaft, dass die Unterschrift des Herrn Wallrich auf diesem Wechsel echt ist. Ob er blank unterschrieben ist, das wissen wir ja nicht. Das ist ja nicht festgestellt. Das könnte ja auch die Unterschrift auf einen bereits ausgefüllten Wechsel dann erfolgen. Lacour blieb eine glaubwürdige Antwort schuldig, warum Heinz Wallrich überhaupt hätte unterschreiben sollen, wenn nicht unter Zwang. Im Publikum geteilte Meinungen. So von der Tendenz her, vom Auftreten von Herrn Lacour, würde ich schon sagen, er hat nur was zu verbergen. Ob das jetzt ein Mord ist, kann man nicht sagen. Da müsste noch einiges kommen, um den Täter zu überführen. Es ist noch viel Luft drin. Kein Mord ohne Leiche, aber vielleicht stellt sich ja noch was anderes raus. Die Saarbrücker Westspangenbrücke heizte die Fantasien an, seit Claudia N. angedeutet hatte, der tote Wallrich sei einbetoniert worden. Meine Meinung ist, da bin ich auch heute noch von überzeugt, dass der Heinz Wallrich in so einem Pfeiler da liegt. Doch dieser Beton war schon 1983 hart geworden. Die Ermittler bohrten, doch nicht in der Brücke, sondern 1996 im Eros Center. Dessen Kellerboden wies verdächtige Dellen auf. Doch weder Presslufthämmer noch Suchhunde fanden etwas. Warum auch hätte Lacour nach einem Mord in Frankreich die Leiche über die Grenze nach Deutschland schaffen sollen? Auch die Suche nach dem lebenden Wallrich blieb erfolglos. In Österreich, in der Schweiz, wurden Maßnahmen eingeleitet über die dortigen Kriminalbehörden, um festzustellen, wann und wo Herr Wallrich sich noch aufhalten könnte. Wir haben auch Beweisanträge gestellt, denen stattgegeben wurde, dass hier Zeugen vor Gericht vernommen worden sind, die Herrn Wallrich nach dem angeblichen Todestag, dem 22. und 23. August, noch gesehen haben wollen. Es handelte sich auch um sehr glaubwürdige Zeugen. Ich hatte keinen Anlass, diesen Zeugen nicht zu glauben. Das Gericht hat es letztendlich anders gewertet. Aussagen, dass Heinz Wallrich zum Beispiel am 31. August oder am 12. September 1985 noch gelebt haben könnte, hätten die von der Kripo angenommene Tatzeit in Frage gestellt. 10 Jahre nach dem Geschehen war es vor Gericht keinem Zeugen möglich, Widersprüche zu vermeiden.
die häufigste Erklärung, die die Zeugen abgegeben haben, waren, das kann ich nach 10 Jahren nicht mehr wissen. Das weiß ich einfach nicht mehr. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass der Vorsitzende eben die damalige polizeiliche Aussage als Erinnerungsstütze vorhält. Zum Beispiel, sie haben damals gesagt, in der Nacht wären es 2 Schreie gewesen. Und da gab es ganz große Diskrepanzen, dass die Leute dann sagten, nein, ich glaube, es war nur 1 Schrei, ich kann auch am späten Abend gewesen sein. Oder ich glaube, es war in den frühen Morgenstunden, ich bin durch etwas geweckt worden und bin ans Fenster gegangen. Und dann hat man gesagt, ja, das haben sie aber damals so nicht gesagt. Und dann die Zeugen, die mit Sicherheit mit bestem Wissen und Gewissen ausgesagt haben, haben dann gesagt, ja gut, wenn ich es damals anders gesagt habe, dann wird es wohl so gewesen sein. Lacours Stimmung schwankte zwischen Siegesgewissheit und Depression. Doch auf dem Weg aus der Wartezelle in den Gerichtssaal konnte er sich nicht wirklich vorstellen, dass er verlieren würde. Denn definitive Beweise, wann, wo und wie Heinz Weyrich ermordet wurde, konnte das Gericht nicht finden. Hugo Lacour tat das Seine, um die Verhandlung weiter in die Länge zu ziehen. 2-mal, insgesamt 6 Wochen lang, trat er in einen Hungerstreik und wurde verhandlungsunfähig. Nach einer Aktion, die wie ein Selbstmordversuch aussah, steckte ihn der Richter in eine Monitorzelle mit Licht- und Videoüberwachung rund um die Uhr. Eine Entscheidung des Gerichts zu seinen Gunsten vermochte Lacour damit nicht zu erzwingen. Die Frage Mord ohne Leiche, das ist eine juristische Frage, die eben vom Gericht beantwortet wurde. Es muss ja in einem Indizienprozess die Indizienkette so dicht sein, dass das Gericht halt keine Zweifel mehr hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ja sehr viele Sachen zusammengetragen wurden, die hier ein Bild brachten. Und das letzte Mosaiksteinchen, kann man sagen, war unter anderem diese Sache mit dem ausgebrannten Auto. Es ist bezeichnend, dass genau an diesem Folgetag, an dem man die Tat eben ansetzt, dieses Auto ausgebrannt gefunden wurde. Und die sicherste Methode, alle Beweise zu vernichten, ist einfach, ein Auto ausbrennen zu lassen. Andere Beobachter fanden die Logik fatal. Werden keine Spuren gefunden, sind sie vernichtet worden. Fehlt die Leiche, hat der Mörder sie spurlos verschwinden lassen. Am 20. März 1997 fiel das Urteil, lebenslänglich. Der Richter stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Hugo Lacour entweder allein oder mit Komplizen Heinz Weyrich ermordete, die Leiche im Wagen der Claudia N. abtransportierte, sie spurlos verschwinden ließ und dann das Auto verbrannte. Hier. Blutgericht gehalten wäre. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. Lass mich das sagen. Lass mich sprechen! Hol die Finger weg! Hol die Finger weg und lass mich sprechen! Ein Richter stellte fest, das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten gilt nur, wenn Zweifel bestehen. Aber Zweifel bestanden nicht. Es ist nie geklärt, wann letztlich genau etwas passiert sein soll, wer beteiligt gewesen ist. Denn das ist im Urteil auch letztendlich offen geblieben. Und das ist meines Erachtens auch ein wesentlicher Grund gewesen, warum man dieses Urteil hätte aufheben müssen und neu verhandeln müssen. Heinz Weyrich wäre bald 80 Jahre alt. 1999 wurde er offiziell für tot erklärt. Als amtliches Todesdatum wurde der 10. September 1985 angesetzt. Für Hugo Lacour gab es noch einen Strohhalm. Als sein Prozess begann, trat das Schengener Abkommen in Kraft. Danach schien der Freispruch Lacours 1990 durch ein französisches Gericht die weitere Strafverfolgung in Deutschland auszuschließen. Doch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wies die Revision zurück. Es gibt zwar nach dem Schengener Abkommen die Regelung, dass zwischen Frankreich und Deutschland und den übrigen Schengener Staaten rechtskräftige Urteile wechselseitig anerkannt werden. Die Frage ist hier aber, ob es sich wirklich in Frankreich um ein Urteil gehandelt hat. Die deutschen Gerichte sagen nun, es war nur ein ermittlungsrichterliches Verfahren, das ist nicht wie ein Hauptverfahren in Deutschland, also gilt das Urteil nicht.
Und die Verteidigung sagt, das ist zu naiv, weil das, was eigentlich dem Hauptverfahren in Deutschland entspricht, das zweiinstanzliche untersuchungsrichterliche Verfahren in Frankreich darstellt. Unterdessen prüft Rolf Bossi in München, worauf sich ein Wiederaufnahmeverfahren gründen ließe. Wenn überhaupt, dann auf den schon im Prozess gegen Claudia N. relevanten Bankbeleg. Hat Herr Weyrich am 23.08. noch gelebt? Wenn der Einzahlungsbeleg von ihm ist, muss er noch gelebt haben. Dann kann ihn der Herr Lacour in der Nacht vom 22. auf den 23. nicht ermordet haben. Wir sind der Meinung, die Aussage, die im Verfahren der Nadler gemacht wurde, muss auch im Fall Hugo Lacour zum Freispruch führen. Und die Aussage, die das Schwurgericht in seinem Urteil wiedergibt mit Lacour, die muss entweder falsch sein oder es ist eine Erfindung des Gerichts. Das kann nicht eine Wahrheit sein, wenn zwei Urteile im Kernpunkt zur selben Feststellung sich absolut widersprechen. In Saarbrücken dürfen Sie sich bei der Justiz über gar nichts wundern. Ich würde hier natürlich dann mit allen Mitteln dafür kämpfen, dass wir in ein anderes Bundesland zu einem anderen Landgericht verwiesen werden, weil ich in Saarbrücken ein faires Urteil in einem Wiederaufnahmeverfahren nicht erwarten kann. Es müssten gewichtige neue Beweise auf den Tisch gelegt werden, um einen in allen Instanzen abgeschlossenen Fall wieder aufzurollen. Hugo Lacour übt sich zum Abschied in Selbstkritik. Ich war zu locker. Das ist meine ganze Art, dass ich zu locker war. Und für mich war die Sache auch nicht ernst. Weil wie kann ich was ernst nehmen, was nicht da ist? Das war mir unverständlich. Und ich habe niemals geglaubt, dass ich am Ende verurteilt würde wegen Mord an Heinz Weyrich. Also wenn ich da heute überlege, dann kommt mir der Mare hoch. Wir müssen gleich Schluss machen, weil die Zeit ist um. Mhm. Ich wünsche alles Gute. Ja, halt die Ohren steif. Sei lieb, ne? Ja. Ja. Ciao. Jo. Bin ich hier?